Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute was vor, beziehungsweise ich, und ich lasse euch daran teilhaben. Ich werde jetzt all meine angefangenen Buchreihen zählen. Ich hatte ja vor, das mal zu machen, einfach mal umzugucken, wie viele Reihen es sind. Es geht mir gar nicht darum, mir dann irgendwie ein Ziel zu setzen von wegen, ja, Ende des Jahres sollen es jetzt nur noch so und so viele sein oder so und so viele davon möchte ich beenden, weil, ja, zum einen kenne ich mich, ich halte mich da sowieso wieder nicht dran und zum anderen stört es mich tatsächlich auch nicht. Also mich stört nicht unbedingt die Menge der angefangenen Reihen. Was mich stört, ist, dass ich Reihen teilweise ewig nicht fortsetze. Und da arbeite ich ja sowieso schon dran. Da bin ich letztes Jahr schon ein bisschen besser drin geworden, Reihen zeitnah weiterzulesen. Und das möchte ich auch dieses Jahr weiter beibehalten, weil ich es einfach schöner finde. Aber also deswegen brauche ich mir jetzt keine extra Ziele zu setzen. Mir geht es bei dem Video tatsächlich darum, einfach mal so just for fun und für euch zu zählen, wie viele Reihen es sind. Ich denke, wir sind uns einig, dass wir schon wissen, dass es sehr viele sein werden, die ich angefangen habe. Aber wir zählen es trotzdem mal. Ihr dürft gerne, während ich jetzt gleich anfange zu zählen, mal in den Kommentaren so eure Schätzung abgeben, wie viele es denn ungefähr sind. Ich tippe auf keine Ahnung. 200 oder so. Ich meine, ich habe 2000 Bücher und das meiste davon sind Reihen. Also wir bewegen uns bestimmt im 100er Bereich, auch wenn mein Sub relativ groß ist, weil ich relativ viele Reihen, glaube ich, angefangen haben. Ich bin auch am Überlegen, ob ich es irgendwie parallel jetzt hinkriege, eine Statistik zu machen, bei wie vielen ich wirklich nur den ersten Band gelesen habe und bei wie vielen ich vielleicht irgendwie nur noch einen Band brauche, um fertig zu werden. Weiß ich gerade nicht, dann müsste ich nebenbei irgendwie eine Strichliste führen, ne? Vielleicht kriege ich das ja hin. Aber es wird wahrscheinlich eh schon dauern, alles durchzuzählen. Und ich glaube, ich zähle erstmal und die Analyse vielleicht machen wir nochmal in einem extra Video, weil mir das, glaube ich, gerade echt ein bisschen zu viel ist, weil das parallel zu machen, ach, dann bin ich ewig beschäftigt mit Zählen. Ich zähle erstmal so, wir gucken mal. Erstmal schauen wir, wie viele es überhaupt sind und ich denke, ich werde da ja schon erst einen Eindruck bekommen, wo ich wirklich nur den ersten Band bisher gelesen habe, auch ohne zu zählen und wo ich vielleicht schon ein bisschen weiter bin. Naja, wir schauen mal. Ich lege jetzt los und wünsche euch viel Spaß beim Zugucken und teile dann natürlich das Endergebnis mit euch. Kurzer Zwischenstand. Wir sind jetzt hier. Wir haben die ersten 100 voll. Weiter geht's. So, Leute. Man sieht das Mikro. Ich arbeite tatsächlich mit Mikro. Ich möchte es nur noch mal gesagt haben. Wir haben ein Endergebnis. Es sind tatsächlich weniger, als ich gedacht habe. Ich habe festgestellt, ich habe einige Dilogien und auch einige Reihen, wo mir nur noch der letzte Band fehlt, die ich echt beenden könnte, wo ich teilweise überlegen muss, gut, beende ich sie oder fange ich sie nochmal von vorne an, weil ich habe ja echt manchmal das Problem, dass es einfach so lange her ist, dass ich mich kaum noch erinnere und deswegen nicht weiß, lese ich jetzt einfach weiter, da fange ich die Reihen von vorne an. Oder aber einige, wo ich auch entschieden habe, dass ich auf jeden Fall von vorne anfange. Wobei ich sagen muss, die Reihen, wo ich nochmal von vorne anfangen möchte, sind hauptsächlich die Reihen, wo ich bisher nur ein Buch gelesen habe und nicht, wo ich schon beim letzten Band angekommen bin. Das ist eher die Ausnahme. Also von daher gibt es einige Reihen, die ich tatsächlich schnell beenden könnte. Da muss ich vielleicht nochmal eine Liste machen oder so, dass ich mich da demnächst mal so ein bisschen dran langhangel und das wirklich versuche. Ich habe unfassbar viele gelesene erste Bände, keine Frage. Ich habe halt einige Reihen, wo ich nicht genau weiß, wie ich damit verfahren soll. Das sind Reihen, wo zum Beispiel nicht jeder Band übersetzt wurde, wo ich mir überlegen muss, okay, lese ich auf Englisch weiter oder hake ich das ab? Dann habe ich Reihen hier, die ich vor Urzeiten angefangen habe, also wirklich ewige Jahre her, wo ich weiß, hat mir ganz gut gefallen, aber gleichzeitig denke, okay, muss ich das jetzt unbedingt weiterlesen, weil es gibt ja so viele andere gute Bücher und das ist halt echt so lang her, dass ich mich nicht mehr erinnere, nochmal von vorne anfangen müsste, lohnt sich das? Ich habe diese Reihen jetzt mitgezählt, weiß aber tatsächlich gar nicht, ob ich das ein oder andere davon nicht vielleicht aussortiere. Da war zum Beispiel auch eine Reihe bei, da hat mir der erste Teil unfassbar gut gefallen, habe auch den zweiten hier, habe aber nie weitergelesen, weil die Fortsetzungen nie erschienen sind, auch nicht auf Englisch, da müsste ich jetzt erstmal nachgucken, ob sie vielleicht mittlerweile doch gibt. Also solche Geschichten, wo ich dann echt nicht genau weiß, wie ich es machen soll.
Mitgezählt habe ich sie trotzdem. Ich habe auch die Reihen mitgezählt, die ich nochmal von vorne anfangen möchte. Obwohl die ja genau genommen dann erstmal gar nicht als begonnen gelten, weil ich sie ja nochmal von vorne anfange. Da kann man machen, wie man will. Ich habe sie jetzt alle mitgezählt. Und dann gibt es halt so ein, zwei Reihen, wo ich weiß, okay, die sind auf Englisch komplett erschienen. Auf Deutsch habe ich ein Buch gelesen. Fange ich die nochmal komplett einfach auf Englisch an oder nicht? Also The Bone Season ist zum Beispiel so eine Reihe, wo ich echt am Überlegen bin, ob ich die nochmal auf Englisch anfange. Wobei ich mir das recht schwierig vorstelle bei den Büchern. Aber ich fand die einfach ultra genial. Also ja, es sind so ein paar Reihen, wo ich noch nicht genau weiß, was ich damit mache. Aber wie gesagt, auch einige, die ich echt schnell beenden könnte. Insgesamt habe ich 157 Reihen angefangen. Ich war auch noch kurz drüben im Wohnzimmer, hab da gezählt. Das sind tatsächlich nicht so viele. Da stehen einige Reihen, wo ich echt nur noch den letzten Band lesen muss. Aber 157, ich habe echt gedacht, dass es mehr sind. Ich glaube, bei der letzten Zählung, und die ist schon ein paar Jahre her, hatte ich 75 oder so. Da habe ich auch so ein Video gemacht, wo ich die alle vorgestellt habe. Und das ist echt schon ein paar Jahre her. Das war noch im Haus. Also nicht in meiner letzten Wohnung, sondern davor, wo ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Und das heißt, es war Also 2018 bin ich umgezogen. Also das ist schon, ne? Das ist jetzt so, waren 5 Jahre. Ich meine, das geht voll. Gut, ich habe in der Zeit halt auch generell weniger gelesen. Wir wollen gar nicht davon anfangen, wie viele Reihen ich vielleicht auf meinem Sub habe. Schreibt mir gerne mal, ob euch das noch interessieren würde, wie viele Reihen Anfänge, also erste Bände auf meinem Sub liegen. Weil dann haben wir, glaube ich, eine massiv hohe Zahl. Aber ich finde so im Vergleich zu diesen 75, den oder 77 oder was es waren, die ich mal hatte, sind 157 jetzt nicht viel. Ich habe echt mehr geschätzt. Naja, haben wir mal gemacht den Spaß. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick gefallen. Und ja, jetzt muss ich mir halt überlegen, mit diesen Reihen, wo ich nicht weiß, was ich damit machen soll, was ich damit mache. Ich glaube, das Klügste ist echt, die auszusortieren, oder? Ich meine, dann habe ich ein bisschen Platz. Und also gerade wenn es so Reihen sind, die nicht komplett übersetzt sind, wenn ich sie mal auf Englisch lesen will, würde ich sie mir ja eh neu nochmal auf Englisch holen. Dann bräuchte ich die deutschen Ausgaben hier nicht mehr. Das muss ich mir die Tage mal überlegen. Aber wäre, glaube ich, tatsächlich echt clever, die einfach auszusortieren und zu sagen, okay, entweder gar nicht oder halt auf Englisch komplett von vorne oder so. Muss ich mal schauen. Ja, aber das war's fürs Erste. Haben eine kleine, schnelle Zählung gemacht. Und ja, ich schreibt mir gerne mal, wie viele Reihen ihr angefangen habt und ob ihr diesen Sprung von den 75 zu den 157 in 5 Jahren groß oder nicht groß findet. Ich meine, ich habe ja auch krass viele Reihen angefangen, aber ich muss ja dann auch einfach einige beendet haben, oder? Also, ich finde es jetzt echt nicht schlimm. Und ja, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, ganz viel Spaß beim Lesen und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video dann wiedersehen. Bis dann, tschüss!